Jetzt müssten wir quasi fast drauf stoßen, außer wir sind auf der falschen Höhe. Ein Hoch auf die Minimap. Dadurch sieht man halt viel, was einem sonst verborgen blieb. Was natürlich auch so ein bisschen cheatig ist, aber man kann es ja ausschalten, wenn man es nicht will. So ist halt der Überraschungseffekt nicht mehr gegeben. Oh, eine Höhle. Zum Beispiel. So, jetzt sollten wir eigentlich direkt drin stehen. Tun wir nicht. Das heißt, wir gehen jetzt testweise nach oben, was eigentlich Schwachsinn ist auf der Höhe. Da können wir nämlich lieber nach unten gehen. Finden wir jetzt wirklich diese riesige Höhle nicht? Nennt man eine Hitzewelle noch? Ja, keine Ahnung. Hitzewelle, Rekordwärme, Dürre, zu warm hier. Okay, Rafu, ich gebe zu, der ist gut. Der gefällt mir. Ein zu warm hier. Also, sieht halt auf der Karte dann doch größer aus. Wie war das noch mit unter den eigenen Füßen graben, ist scheiße. Sehr beengt. So, die Frage ist, finden wir jetzt eigentlich auch wieder zurück? Ich meine, hier unten ist es schön, aber ich möchte jetzt nicht für den Rest meines Lebens hier unten in diesen Gängen verbringen. Ich möchte schon eigentlich wieder in diesen Gang zurück, den wir da hatten. Außerdem gehen uns die Fackeln aus und hier ist es dunkel.
Nee. Und mein Inventar ist voll. Das hat sich dann eh gleich erledigt. Also hier kommen wir nicht her. Wir hatten doch irgendwo so eine schmale Treppe. Und ich weiß, da wo wir rausgekommen sind, war es nicht sonderlich hoch. Nö, hier war es definitiv nicht. Da auch nicht. Da haben wir gerade nämlich gefackelt. Orientierung sind wie eine Bockwurst. Nein. Im Zweifel graben wir uns gerade nach oben. Oder doch von hier? Nee, da ist doch alles dunkel. Da kann ich nicht herkommen. Obwohl da vorne. Ja, sind alles diese scheiß Flechten. Ich will hier raus. Von hier? Nee. Ach, kommt, Leute. Echt von da oben? Ah, das sieht doch gut aus. Da wird's aber wieder dunkel. Da lang? Da war auf jeden Fall eine Fackel. Mein Gang. Hier? Ah, gefunden! Ah, doch ein guter Orientierungssinn. Andere wären da verzweifelt. Ja, jetzt haben wir schon ziemlich viel Schrott hier. Warum ich das gerade so abgebaut habe, weiß ich auch nicht. Okay. Da kann man noch was stapeln. Der Rest ist Kreide. Haben wir noch irgendwo Kohle? Ja, dann gucken wir mal, dass wir unsere Kreidekisten mal voll kriegen.